Hallo und herzlich willkommen zum E-Auto-Vlog Nummer 8. Eine neue Woche hat begonnen und auch diese Woche werde ich euch täglich um 18 Uhr die Infos aus dem Bereich der Elektromobilität kurz anteasern und euch erzählen, was in meinem Leben als Elektroautofahrer passiert. Eins kann ich euch schon vorab verraten, ich werde diese Woche richtig viel fahren und wahrscheinlich werden wir auch wieder einige sehr interessante Informationen bekommen. Heute geht's los mit einer Fahrverbotsgarantie. Hört sich skurril an, ist es aber auch. Mittlerweile sind die Autohersteller so verzweifelt, dass sie Fahrverbotsgarantien anbieten. Was das genau heißt, zeige ich dir gleich im Video. Ja, was gibt's noch? Neuigkeiten zum Model 3. Endlich gibt es harte Fakten, wie groß die Batterie ist und wie viel Leistung der Motor hat. Denn ein Nutzer bzw. zukünftiger Eigentümer des Model 3 hat die Bedienungsanleitung bekommen. Sehr spannend. Also, schaut euch die heutigen Vlogs an. Hallo und herzlich willkommen zu den E-Auto-News. Heute starten wir gleich mit einem sehr interessanten Thema für alle Tesla Model 3 Besteller. In der letzten Woche hatten wir ja schon von den ersten normalen, Anführungsstrichen, Bestellern gehört, also sprich diejenigen, die nicht mehr bei Tesla oder den dazugehörigen Unternehmen arbeiten, haben die Möglichkeit, das Model 3 zu bestellen. Und Tesla ist ja, was die Informationen zu dem Auto angeht, relativ zurückhaltend. Das heißt, man findet keine Leistungsdaten, man weiß nicht, wie groß der Akku wirklich ist und so weiter und so fort. Und da hat jetzt einer der zu denjenigen gehört, die das Model 3 bestellen dürfen, einfach mal nach der Bedienungsanleitung gefragt und sie völlig problemlos bekommen. Ich war wirklich überrascht, aber manchmal ist es ganz einfach, an die Informationen zu kommen und gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Also, ich zeige euch, was das Model 3 an technischen Daten zu bieten hat. Und natürlich findet ihr auch wieder den Link unter der Videobeschreibung, wo ihr auch sogar die Bedienungsanleitung herunterladen könnt. Ja, was gibt es Interessantes zu berichten? Also hier in der Bedienungsanleitung werden zum Beispiel die Scroll-Button am Lenkrad beschrieben. Das sind die Räder, mit denen eigentlich fast alles gemacht werden kann. Also damit kann man zum Beispiel das Lenkrad hoch, runter, raus, rein fahren. Man kann auch diverse andere Funktionen machen. Immer vorausgesetzt, man wählt über den zentralen Bildschirm das entsprechende Untermenü. Na, hier wird das dann zum Beispiel gezeigt und solche Sachen wie Radkappen, die Installation und Installation. Das finde ich jetzt nicht so interessant, hängt ja auch davon ab, was für Räder du bestellt hast. Ja, aber hier in der Bedienungsanleitung steht dann auch endlich mal drin, was für ein Leistung der Motor hat, und zwar sind das 165 Kilowatt und das Drehmoment liegt bei 3700 Newtonmeter. Interessant ist auch, dass es sich um ein 350 Volt System handelt und der Akku also tatsächlich 75 Kilowattstunden enthält. Also so viel wie mein Model S jetzt. Allerdings wird das Model 3 weniger verbrauchen und somit eine höhere Reichweite haben als mein Modell, denn hier müsste es sich, das steht hier allerdings nicht, ist meine Vermutung, um das große Modell handeln, also sprich das mit dem großen Akku, und der große Model 3 Akku entspricht ja hier offensichtlich dann dem kleinen Model S Akku. Also sehr interessant, und wie gesagt, also ich packe euch den Link rein. Hier könnt ihr dann die gesamte Bedienungsanleitung euch anschauen oder runterladen. Kann ich euch sehr empfehlen. Ich mache das auch einfach mal, dass ich sie mir hier runterlade und dann anschaue. So, ich gucke mal, ob ich das hinkriege, ohne mich hier registrieren zu müssen. Nein, das geht nicht. Also müsst ihr selber entscheiden, ob ihr euch da registrieren wollt oder nicht. Ich mache das jetzt hier nicht vor laufender Kamera, aber auf jeden Fall eine interessante Sache, hier sich die Bedienungsanleitung herunterzuladen. Ja, dann haben wir heute als Schwerpunkt die Ladestation.
Ein sehr interessanter Artikel hier bei Electrif.net geht darauf ein, dass das EU-Parlament richtig Druck beim Aufbau der Ladeinfrastruktur ausübt. Und zwar planen die Abgeordneten eine sehr wirkungsvolle Vorgabe. Das heißt, Besitzer von Immobilien, also geschäftlich genutzten, also alle Immobilien, die nicht als Wohnungen genutzt werden, sollen sich am Aufbau beteiligen. Das heißt, wenn man mehr als 10 Stellplätze auf seinem Firmengelände hat, dann muss man ab 2025 auf eigene Kosten mindestens eine Ladestation für E-Fahrzeuge installieren. Das finde ich, ist eine sehr gute Idee, sodass richtig Schwung in den Aufbau, insbesondere beim Destination Charging, kommt, sodass eben halt auch viele Mitarbeiter die Möglichkeit haben, vor Ort bei ihrer Firma dann zu laden. Also eine interessante Sache. Schauen wir mal, was davon dann in der Praxis umgesetzt wird. In die Praxis umgesetzt hat unter anderem ATU schon einiges, denn an 40 Standorten sollen jetzt Schnelllader, die typischen Triple Charger, siehst du hier im Hintergrund, installiert werden. Ich gehe davon aus, dass diese 50 kW haben. Und das ist natürlich interessant für eine Kfz-Werkstatt. Mit diesen Standorten lockt man natürlich alte bzw. neue Kunden an. Und die Schnelllader sind hier auch genau der richtige Anspruch, denn wenn man zur ATU fährt und dann zum Beispiel warten muss, bis das Auto zu dem Termin rankommt und in die Hallen gefahren wird, kann man dann noch mal schnell laden. Und hier wäre ein Langsamlader keine Alternative, weil man voraussichtlich nicht so lange an der Ladestation hängt. Ja, ich habe heute auch in meinem E-Mail-Postfach, wo wir gerade bei Ladeinfrastruktur sind, eine interessante E-Mail bekommen, und zwar von einer Studie, die hier in Flensburg gemacht wurde, wo man welche Ladestation hinbauen sollte, damit das sinnvoll ist. Die werde ich auch noch mal in einem weiteren Video dann kommentieren, so dass ihr da auch mal einen Einblick habt. Denn es ist sehr interessant, dass man eben halt nicht überall Schnelllader hinpflastern sollte. Das macht gar keinen Sinn. A, von den Kosten, B, von der Ladegeschwindigkeit, sondern dass man das wirklich bedarfsgerecht machen sollte. Und diese Studie nimmt den ganzen Markt unter die Lupe und erklärt genau, was man wohin bauen sollte, damit das dann auch sinnvoll ist. Ja, interessant fand ich auch, Potsdam möchte gerne 54 Ladestationen im Stadtgebiet aufbauen und hat hier sich an die Bürgerinnen und Bürger gewandt. Das finde ich ganz interessant, um einfach Stimmung einzusammeln, wo sollte eine Ladestation aufgebaut werden, wo nicht. Und ich bin mal gespannt, was bei den Vorschlägen rauskam. 188 sind schon eingegangen. Es ist natürlich sinnvoll, das an Standorten aufzubauen, wo sich auch viele Menschen bewegen, zum Beispiel an Parkhäusern, Parkplätzen, vor Supermärkten oder Kino oder sowas, ne? Dass man immer halt einfach während der Zeit vor Ort dann laden kann. Ja, da hatte ich im Einspieler schon gesagt, dass es jetzt eine Innenstadtgarantie gibt. Also das heißt, Nissan hat sich hier was ganz Besonderes ausgedacht, und zwar eine Versicherung gegen Fahrverbote. Das heißt, wenn jemand einen Diesel-SUV, also ein X-Trail oder Qashqai kauft, dann kann er für 500 Euro zusätzlich eine Garantie erwerben. Voraussetzung ist allerdings, dass das Fahrzeug über die Nissan Bank finanziert wurde, und diese 500 Euro sichern ihn dann ab, falls innerhalb von 100 Kilometern um seinen Wohnort ein Fahrverbot eingeführt wird, sodass er dann nicht mehr in die Stadt fahren kann. Es hört sich erstmal ganz interessant an. Wenn man dann weiterliest, sieht man, dass diese 500 Euro wahrscheinlich ein gutes Geschäft für Nissan sind. Denn, wie gesagt, es wird nur für Finanzierungsverträge angeboten, und zudem muss das Fahrverbot mindestens 30 Tage im Jahr gelten. Man muss sich eventuell eine Nachrüsttechnologie von Nissan einbauen lassen. Wenn sie keine haben, dann gibt es erst das Geld.
Und Geld ist auch relativ, denn man bekommt in dem Moment einfach nur den Zeitwert gutgeschrieben und kommt aus dem Kreditvertrag schnell raus. Also das heißt, wenn man Pech hat, ist der Diesel dann sowieso nichts mehr wert oder seien wir realistisch, mit großer Wahrscheinlichkeit ist der Diesel dann sowieso nicht mehr so viel wert. Der Preisverfall wird weitergehen. Ich hatte es in einem Blogbeitrag auch schon geschrieben, dass ja mittlerweile sich 19% vorstellen können, ein Elektroauto zu kaufen, aber nur noch 20% ein Diesel, wenn es darum geht, was als nächstes Auto gekauft werden soll. Und hier sieht man jetzt die Reaktion von Nissan. Die haben natürlich auch Angst, ihre Dieselmodelle nicht zu verkaufen, schnüren hier so eine 500 € Garantie, die im Prinzip nichts wert ist, wenn man sich das anschaut, was es alles für Haken und Ösen gibt. Das heißt, selbst wenn die Fahrverbote gelten, kriegt man dann eben halt noch den Betrag für seinen Diesel zurück, den das Auto dann wert ist. Und dementsprechend ja, kann man sich die 500 € sparen und lieber ein Elektroauto kaufen, dann ist man hier auf der sicheren Seite. Ja, das war heute der relativ kurze Überblick über die News. Ich bin noch richtig beschäftigt mit dem Wochenende. Da habe ich einen großen Roadtrip gemacht. Da musste ich heute noch viel schneiden und bearbeiten und habe dann auch noch ein zusätzliches, sehr interessantes Video gemacht über das Thema Routenplaner. Das ist auch relativ lang geworden und dementsprechend ist heute das Vlog etwas kürzer, aber wenn du noch mehr von mir sehen willst, dann geh einfach zu den anderen Videos zurück. Schau dir das lange Video zu den Routenplanern an. Da habe ich zwei sehr interessante Routenplaner herausgesucht oder zu meinem Roadtrip. Da erlebte meine Frau das erste Mal, wie ich mit dem von-Sinn-Modus fahre und wie für sie typisch. Antwortet sie mit einem sehr trockenen Kommentar, den musst du dir einfach anschauen. Ja, wenn du insgesamt mehr aus der Elektromobilität erfahren willst, die News angeteasert von mir bekommen möchtest mit den entsprechenden Links, abonniere meinen Kanal, stell die Benachrichtigung ein, kommentiere meine Videos. Ich mache das nicht nur für mich, ich mache das auch für dich. Insofern bin ich auf deine Mithilfe angewiesen. Wenn dir irgendwas fehlt in den News, wenn das Format verändert werden sollte, schreib mir einfach, was dir gefällt. Kannst du mir auch gerne schreiben, damit ich weiß, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Ich freue mich, dass du dieses Video dir anschaust und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, egal wo du gerade bist. Dein Dirk Henningsen.